So Freunde, aus gegebenem Anlass mache ich heute mal einen TÜV-Vorab-Check bei meinem Vectra. Der Vectra muss nämlich zum TÜV, bin sogar schon einen Monat drüber. Und ich zeige euch heute mal, wie man einige Sachen selber prüfen kann, bevor man zur Hauptuntersuchung fährt. Und dadurch sich ein bisschen Ärger ersparen kann, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man durchfällt, weil irgendwie eine Standlichtbirne nicht funktioniert. Was nämlich seit geraumer Zeit ein erheblicher Mangel ist. Heißt, wenn der TÜV-Prüfer das möchte, kann er euch deswegen durchfallen lassen. So, und wir fangen an mit der Beleuchtung. Einmal alles durchschalten. Moment, andersrum, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker links, Blinker rechts. Und das ganze Nebelscheinwerfer haben wir auch noch hier, hat nicht jedes Fahrzeug. Wir haben Nebelscheinwerfer, die machen wir auch nochmal an. Und das Ganze dann natürlich nochmal hinten. So, wir machen hinten weiter mit den Rückleuchten vom Abblendlicht. Mit dem Bremslicht, ganz wichtig, dritte Bremsleuchte auch beachten. Dann, was haben wir noch? Auch Blinker links, Blinker rechts. Genau wie vorne. Dann haben wir noch den Rückfahrscheinwerfer. Dazu natürlich den Rückwärtsgang einlegen. Und die Nebelschlussleuchte. All das muss funktionieren. Achso, und natürlich die Kennzeichenbeleuchtung. So, zum Checken der Kennzeichenbeleuchtung kann man einfach Standlicht oder das normale Abblendlicht einschalten und dann guckt man hinten einmal unten drunter und man kann sehen hier, es leuchtet astrein, also alles in Ordnung. So, wo wir jetzt hier schon mal am Heck sind, können wir auch gleich den Heckwischer checken. Der muss bei mir neu. Kann man hier ganz gut sehen, der hängt hier schon in Fetzen. Den habe ich auch schon da, den tausche ich jetzt einmal aus. Das war tatsächlich gar nicht so leicht, diesen Wischer zu bekommen. Ich war bei 3 Läden. Selbst Opel hat den nicht vorrätig. Wahrscheinlich, weil der so eine komische Form hier hat. Ich ziehe aber relativ easy tauschen. Können Sie mal zeigen, wie zerfleddert der schon ist hier. Da. Auf beiden Seiten, also der ist hinüber. Könnte sicherlich auch nur das Gummi tauschen, aber der kostet irgendwie 9 Euro. Das kann man dem treuen Kameraden mal gönnen. Zack, wieder einen Mangel beseitigt. So, damit haben wir schon ein Grundlegendes gecheckt eigentlich. Die Beleuchtung ist immer eigentlich sehr easy selber zu kontrollieren. So, jetzt machen wir weiter mit den Dingern, die den Kontakt zwischen Fahrzeug und Straße herstellen, nämlich mit den Reifen. Da kommt es einmal auf das Alter des Reifens an. Ja, älter als 10 Jahre sollte er nicht sein. Dann ist das schon ein Grund durchzufallen. Und es darf natürlich keine Schraube oder irgendwas drin stecken. Der Reifen muss tadellos aussehen. Die Profiltiefe muss gegeben sein. Man kann hier einmal einschlagen und dann mal gucken, wie der Gesamtzustand des Reifens ist. Mindestprofiltiefe habe ich jetzt gar nicht im Kopf, gucke ich nochmal nach. Aber ich mache es eigentlich immer mit einer 1-Euro-Münze. Und der Rand der 1-Euro-Münze muss im Profil verschwinden, dann passt es eigentlich. Der Reifen sollte nicht schräg abgelaufen sein, dann stimmt irgendwas mit der Achsgeometrie nicht, dann müsst ihr mal zum Spursturz einstellen. Aber sieht hier alles sehr gut aus. Der Reifen ist auch nicht alt. Ich habe 2015 4 neue Schlappen drauf gemacht. Und von daher ist das safe, denke ich. Das Alter des Reifens kann man relativ leicht feststellen. Hier an dieser Nummer. Bei mir ist es jetzt 21. Kalenderwoche 2015. Also sind die Reifen gerade mal 3 Jahre alt. Von daher passt das. So, wir machen weiter mit der Bremsanlage. Hier kann man einmal eine Sichtprüfung machen. Gucken, wie das Tragbild aussieht. Ich habe jetzt hier nun gerade die Bremsen neu gemacht. Das Video dazu blende ich euch mal ein.
Da kann man sehen, wie das vorher aussah mit schlechten Tragbild. Belege sollten noch ausreichend vorhanden sein. Ist bei mir natürlich jetzt auch der Fall. Das war es eigentlich auch schon zum Thema Bremsen. Das Ganze natürlich vorne sowie hinten einmal machen. Und dann sollte das passen. Kann natürlich immer noch sein, dass jetzt irgendwie ein Bremskolben fest ist oder so. Dass dann die Bremswirkung schlecht ist oder unterschiedlich. Das könnt ihr natürlich ohne Bremsenprüfstand nicht rausfinden. Jo. So, dann machen wir weiter mit einer optischen Prüfung. Man kann die Frontscheibe hier mal prüfen. Welche Steinschläge. Rost ist beim Vectra zum Glück kein Thema. Ist ja kein Rekord. So, die Bremsen hinten sind bei mir nicht mehr ganz so schön. Aber ich denke mal, einmal sollten die noch über den TÜV gehen. So, dann können wir noch mal die Handbremse checken. Dazu lege ich einen Gang ein, ziehe die Handbremse und lasse entweder die Kupplung kommen oder automatikgetrieben gehe ich von der Bremse. Und wenn man dann einen spürbaren Widerstand hat, dann ist die Handbremse auch erstmal grob gecheckt. Ich denke, man hat es gesehen. So, vorne geht es weiter. Hier kann man einmal ein bisschen gucken, eine Sichtprüfung machen, alle Füllstände überprüfen. Hier Kühlwasser zum Beispiel. Oh, der Deckel ist gar nicht mal so fest. Dann hier mal die Plastikabdeckung abnehmen, gucken, Ölundichtigkeiten am Motor oder Getriebe. Wenn das nicht allzu schlimm ist, kann man das auch gleich einmal mit Bremsenreiniger reinigen, dann sieht das nicht so versifft aus. Auch das sieht der TÜV nicht so gerne. Bei mir ist jetzt hier während der Fahrt in Italien bei über 30 Grad hat hier angefangen, das Filtergehäuse zu schwitzen. Das mache ich auch noch mal ein bisschen sauber jetzt. Das ist auch nicht so schön, wenn es nach Diesel stinkt. Jo, wenn man eine Bühne hat, kann man auch noch mal das Auto hochnehmen, unten nach Undichtigkeit gucken, gegebenenfalls reinigen. Man kann aber auch schon, wenn man so im normalen Gebrauch durch die Gegend fährt, ein bisschen darauf achten, ob von der Vorderachse irgendwas poltert oder irgendwelche Geräusche sind. Oft sind es dann die Koppelstangen, die ausgeschlagen sind. Die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal neu gemacht. Dazu gibt es auch ein Video, das blende ich mal ein. Ist auch kein Hexenwerk und ja, dann ist eigentlich auch soweit alles fertig. Ich würde jetzt nochmal das Auto ein bisschen aufhübschen, eine Innenreinigung, weil ein gepflegtes Gesamtbild macht es ja auch immer gut bei der Hauptuntersuchung. Kein Tüffi möchte in so einer Mülltonne da auf die Bühne fahren. Also einmal innen sauber machen, außen sauber machen. Das empfehle ich sowieso jedem, der sein Auto länger behalten möchte. Das ist einfach regelmäßig zu putzen. Viele defekte, vergammelte Bremsanlagen, Rost, Kantenrost an den Radläufen. Also sowas kann man eigentlich ganz gut durch regelmäßige Pflege behandeln bzw. vermeiden. Ja, in diesem Sinne, drückt mir die Daumen. Ich fahre jetzt heute oder morgen zum TÜV. Bin auch mal gespannt auf die wieder neu eingeführte Endrohrmessung. Weil der Wagen ist ja 2006, also fiel in der Vergangenheit eigentlich immer unter die Fahrzeuge, die einfach nur per OBD gemessen werden oder ausgelesen werden. Heißt OBD ran, Fehlerspeicher ausgelesen, wenn keine Fehler vorhanden, war die Abgasuntersuchung bestanden. So, das haben sie jetzt geändert durch diese ganzen Dieselgate und Abgasgedöns. Haben sie jetzt auch für, ich sag mal, neuere Fahrzeuge, neue kann man ja auch schon fast nicht mehr sagen, haben sie eine Endrohrmessung eingeführt, heißt, sie kommt hinten der Schnuffi wieder rein und dann wird gemessen. Ja, das ist jetzt für mich auch eine Premiere mit diesem Auto. Werden wir mal sehen, ob das klappt. So, in diesem Sinne, macht's schick. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Das wird auch generell gerne vergessen.
Und zwar das Ablaufdatum des Verbandkastens. Darauf sollte man auch achten. Ich habe es zwar schon ein paar Mal erlebt, dass der TÜV-Prüfer da gar nicht nachgeguckt hat, aber man kann das ja leicht prüfen, steht ein Ablaufdatum drauf, was ich allerdings auch nicht so ganz verstehe. Angeblich sind die Sachen dann nicht mehr steril. Aber ach, wie oft habe ich schon einen neuen Verbandkasten gekauft? Also, das ist in meinen Augen reine Geldschneiderei. Aber sollte man prüfen. Ich habe jetzt gerade wieder neu gekauft, nicht hinten drin. Warndreieck muss natürlich auch da sein. Eine Warnweste mittlerweile, glaube ich, auch. So, aber das ist alles kein Thema.